Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Durchgang von The Beginner's Guide. Wir nähern uns, glaube ich, so langsam dem Ende. Wir sind Kapitel 14, Insel. Und ja, mal gucken, ob wir das diese Episode hier fertig machen. Hallo, wo bin ich? Was ist das? Wo bin ich? Okay. Wo kommt diese Insel her? Wie komme ich hier raus? Hallo, ist jemand da? Kommt diese Insel her? Ist das eine Person? Wie schön. Ich habe schon so lange mit niemandem mehr geredet. Was ist los? Weißt du nicht mehr weiter? Ich habe überhaupt keine Ideen mehr. Wenn ich versuche, etwas zu schaffen, fühle ich mich so leer. Es steckt nichts mehr in mir, was ich in die Arbeit einbringen kann. Oh nein. Was ist los? Hat sich was geändert? Da war eine Maschine, die mich angetrieben hat. Ich suche nach diesem Motor, der mich einmal gestützt hat. Geschützt hat. Ich will ihn wieder anwerfen. Moment, suchst du eine Maschine? Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Nicht weit weg von hier. Nicht weit von hier. Was? Da musst du mich hinbringen. Ich muss sie sehen. Ich weiß, warum sie aufgehört hat. Kann ich machen, aber es gibt da ein Problem. Sie wird von einem schwierigen Rätsel bewacht. Wenn du mir helfen kannst, das Rätsel zu lösen, finden wir schon. This one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Ich habe gesagt, es spielt keine Rolle, was ich sage, und oder? Und es kam raus, Deal. Also bestätigen, dass es egal ist, was ich sage. Perfekt. Komm mit, ich zeige es dir. Because from my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble. Just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet. And so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Hervorragend. Kannst du mir sagen, wie es geht? Zuerst musst du die Tür öffnen. So, und jetzt? Jetzt musst du die. Warte, jetzt musst du die erste Tür schließen. Okay, und jetzt? Jetzt drück einfach diesen Schalter hier. Das war ja einfach. Talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Ich weiß nicht, warum ich das vorher nie geschafft habe. So, da wären wir. Wovon redest du? Hier ist keine Maschine, hier stehen nur Wörter an den Wänden. Und es weint jemand. Vertrau mir, wirst schon sehen. Du musst sagen, dass deine Arbeit einfach ist und Spaß macht. Du musst sagen, dass es einfach ist und Spaß macht, Spiele zu programmieren. Und dass du es immer liebst.
Ah, das ist herrlich. Aber das war nicht wahr. Warum sind die Wände gerade zerbröselt? Warum habe ich mich so schlecht gefühlt, als ich das sagte? Mach dir keine Gedanken, red einfach weiter. Sag weiter, wie einfach es ist, kreativ zu sein. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like, video games are not worth this amount of suffering. Ja, das ist gut, weiter so. Wenn ich etwas mache, fühle ich mich richtig gut. Wer immer kreativ ist, fühlt sich niemals schlecht. Die Lösung ist so einfach. This is someone I really Perfekt, das ist fantastisch. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. Das hilft alles nicht weiter. Mir wird übel, bitte, wo ist die Maschine? Geduld, vertrau mir einfach. Ich verspreche dir, dass das funktioniert. Weiter, bitte. Ja, weiter. Mach weiter. I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Es gibt keine Schande, keine Angst, keine Schuld. Meine Arbeit wird mich retten. Ich bin voll und ganz davon überzeugt. Ich bin so sicher, wie ich nur sein kann. Gefängnis. Unglaublich, da ist es. Ich bin frei. Ich bin frei. But it didn't stop. Aber es hörte nicht auf. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Ich habe vergessen, Skype auszuschalten. Ich hoffe, da werde ich jetzt nicht die ganze Zeit angeschrieben. Sonst muss ich das zwischendurch mal ausmachen, weil es ja schon ein Atmosphäre-Killer ist. Werther. Schön zu sehen, dass Sie gut angekommen sind. Wir haben die Maschine gefasst. Sie wartet nun auf Sie. Sie können mit dem Verhör beginnen, wann immer Sie möchten. Sehr gut. Allerdings hat jemand die Presse verständigt. Es kann also sein, dass wir hier mit etwas Interesse zu rechnen haben. Eines noch, was Sie über die Maschine wissen sollten. Sie nennt sich Coda. Okay, Presse. Wissen Sie, wo diese giftigen Spiele herkommen? Was werden Sie mit ihr tun? Was ist die Maschine? Giftige Spiele. Was wird mit der Maschine geschehen? Angehalten. Du hast aufgehört, uns zu füttern. Deine Arbeit hat uns am Leben gehalten, deine Arbeit hat uns gesund gehalten. Kannst du dir überhaupt vorstellen, was die Leute da draußen wegen dir durchmachen? Was du geschaffen hast, hat uns täglich am Leben gehalten. Wir können mir jemals wieder darauf vertrauen, dass du deine Arbeit machst. Also alles Vorwürfe. Wie wär's damit? Du gehst den Leuten raus und entschuldigst dich bei ihnen. Du musst öffentlich zugeben, dass du die Leute hast leiden lassen. Ich war so allein. Entschuldige dich dafür, dass du mich verlassen hast. Nein, nichts. Überlege es dir genau. Ich weiß, wie ich dir wehtun kann. Ich habe gesehen, wovor du dich fürchtest.
Na gut, ich werde mich in deinem Namen bei den Menschen entschuldigen. Meine Anhänger, meine Freunde. Ich habe leider schlechte Nachrichten, ich habe nichts Gutes mitzuteilen. Die Maschine wird sich nicht bei uns entschuldigen. Doch das spielt keine Rolle, wir sind stärker als sie meint. Wir werden einen Weg finden, auch ohne sie zu leben. Wir brauchen ihre Spiele nicht. Lasst uns Vergeltung üben, lasst uns zeigen, dass wir keine Versager sind. Folgt mir, wir werden die Maschine zerstören. Folgt mir, wir werden alles zerstören, was die Maschine geschaffen hat. Oh, Verzeihung. Okay. Ach, die Bühne kann ich nicht kaputt machen. Okay. So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all Das ist jetzt gewollt, oder? Achso, Coda, ich werde dafür sorgen, dass deine Arbeit hier stirbt, dass man dich nie vergisst. Okay, nee, es ist gecrashed. Okay, wir sehen uns gleich wieder nach einem kleinen Schnitt. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt nochmal bis zu dem Punkt gespielt, wo man hier anfangen muss, das zu erschießen. Ich werde jetzt immer nur so lange schießen, bis er anfängt zu reden. Und dann aufhören, damit es nicht wieder abstürzt. So, Cola, ich werde dafür sorgen, dass deine Arbeit hier stirbt. Ja, nee, ich wollte... Ach, verdammt. Ja, eben wollte ich das andere sagen. Ich wollte zwei sagen. Das ist nicht das, wovon ich fürchtet, ohne das, was du erschaffen hast. So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work.
There was nothing for him to be afraid of. Und dann mit der Waffe. Kann nicht bewegen gerade. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something, I really felt like I'd done something good. Like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Der Turm. Okay, und den Turm, das letzte Level des Spiels, werden wir uns dann beim nächsten Mal noch angucken und dann noch ein bisschen ein kleines Fazit ziehen, auch wenn ich wirklich merke, dass man über das Spiel eine Weile nachdenken muss. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, euer Gauthoen. Ciao.